Zeit zu sterben. Vorsicht! Zeit zu sterben. So, wohin ist Flink jetzt abgehauen? Flinky, ach, da drüben. Hilfe! Man will mich entführen! Hilfe! Noch mehr Imperia-Banditen. Vorsicht! Zurück mit euch! So, und damit haben wir Flink in die Ecke. Achtung! Hilfe! Hilfe! Ich werde überfallen! Raub! Mord! Hilfe! Hört mit dem Unsinn auf, Link. Das glaubt euch sowieso niemand. Jetzt kommt schon. Alia erwartet euch. Ihr versteht nicht. Alia verlangt von mir 15 Goldstücke als Abgabe für die Diebesgilde. Ich habe gerade mal 5. 5 hart erarbeitete Goldstücke. Ohne weitere 10 Goldstücke sollte ich da gar nicht erst aufkreuzen. Sonst verpassen die mir ein rotes Lächeln, von Ohr zu Ohr, wenn ihr versteht, was ich meine. Habt ihr die 10 Goldstücke? Ja, also wir geben Flink die 10 Goldstücke. Also gut, hier habt ihr das Geld. Ich will für euch hoffen, dass ihr die Wahrheit sagt. Tatsächlich, 10 Goldstücke. Seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Ich meine, sollten wir nicht lieber dafür ordentlich feiern gehen und dann... Ja, war ja nur ein Vorschlag. Kommt schon, Alia wartet. Abmarsch! Ja, wir haben leider immer noch keine bessere Waffe. Na, wen haben wir denn da? Königin der Diebe, ich entbiete euch meine Grüße. Und?
Flink. Und untertänigst die 15 Goldstücke als meinen Beitrag für eure Gilde, natürlich. Na also, McWinter auf dem rechten Pfad, dass ich das noch erleben darf. Danke, Runenkrieger. Ja, danke, Runenkrieger. Ja, Questbuch aktualisiert. Sprecht doch einmal mit Alia im nördlichen Teil des Armenviertels. Wie ich sehe, war die Sache mit Flink keine echte Herausforderung für euch. Aber jetzt habe ich eine, die euch etwas mehr ins Schwitzen bringen sollte. Lasst eure Spielchen. Der Weg zum Palast, so war die Abmachung. Genau darum geht es ja, Freund. Es gibt keinen einfachen Weg dort hinein. Denkt ihr, ich mache Schnipp wie ein Zirkelmagier und ihr steht im Palastgarten? Es gibt 3 Tore in die Oberstadt und noch einmal 2 Tore in den Palastbereich. Es sind einfache Tore, mit ein paar Dietrichen bekommt man sie auf. Aber an jedem Tor gibt es Wachen. Sie werden euch die Tore nicht öffnen. Und solltet ihr versuchen, sie aufzubrechen, machen sie euch einen Kopf kürzer. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr erschlagt die Wachen, was ich euch nicht raten würde, oder ihr versucht, sie irgendwie von den Toren wegzulocken. Wie soll ich das anstellen? Euch wird schon was einfallen. Schaut euch in der Umgebung der Tore um, fragt ein paar Leute. Die Wachen sind gelangweilt. Mit ein paar Tricks habt ihr sie leicht abgelenkt. Sind sie erst einmal fortgelockt, verwendet diese Dietriche, um die Tore zu öffnen. Tut dies aber nur, wenn die Wachen abgelenkt sind. Ansonsten habt ihr sie am Hals. Gut. Wie komme ich hin? Haltet euch immer aufwärts, durch den Basar und dann in den Palast. Der Palastgarten ist im westlichen Flügel. Viel Glück. Ja. Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja, hört mal! Ich habe euch ein unglaubliches Angebot zu machen. Seht her, eine der legendären Kappen der geistigen Unversehrtheit. Diese Kappe bietet hervorragenden Schutz gegen die bösartigen Schockzauber. Sie ist wie ein unüberwindlicher Schutzwall um euren Geist. Ihr seid kein richtiger Magier, wenn ihr keine habt. Selbst die großen Zirkelmagier gingen nie ohne eine aus dem Haus. Glaubt mir. Ich sehe, ihr seid interessiert. Für 300 Goldstücke soll der Gegenstand euch gehören. Na, falschen wir mal. Alles, was ihr sagt, ist Schwindel und Betrug. Lasst mich in Ruhe. Nicht zufrieden mit meinem Angebot? Ein spezielles Angebot nur für euch. 100 Goldstücke für diesen wertvollen Gegenstand. In Ordnung. Ich bezahle. Ich wusste, dass die Kappe genau das Richtige für euch sein würde. Wir wollen halt warten, bis sie uns die Träne gibt. Da haben wir den Dietrich, der aussieht wie eine Nadel. Die Kappe ist sicherlich wieder wertlos. Ja, Intelligenz minus 15. Benötigt aber immer noch eine beliebige Magieart von 11. Kann Salia noch was sagen? Nun los, der Palast wartet auf euch. Es wird euch schon was... Ja gut, da sagt sie nichts Neues mehr. Wir öffnen erst, gucken erstmal, dass wir das Tor in den Basar aufkriegen. Haben jetzt Leute uns was zu sagen? Ja, Usakan hat was zu sagen und Tuomi hat auch was. Und Julia hat auch theoretisch was zu sagen. Halt! Dies ist der Zugang zum Tempelbereich. Niemand darf ohne Erlaubnis des Kaisers hinein. Ich habe die Hasim vor den Toren geschlagen. Ich will eine Audienz beim Kaiser. Du kannst eine Audienz mit meinem Stiefel bekommen. Los, fort mit dir! Okay. In den Palast von Empyria. Wer deinen Weg in den Palast, indem ihr die Torwacht ablenkt oder besiegt? Durch das Westtor in den Basar. Sucht jemand, der die Wache am Tor ablenken kann? Ja, also finde deinen Weg in den Basar, indem er die Tor... Klappern wir erst einmal alle ab. Dann gucken wir weiter. Oh, und ich wollte ja eh noch da runter. Ka
Kein Durchgang. Weitergehen, weitergehen. Müde? Ach, lasst mich zufrieden. Okay, der hat nichts. Und der Typ vom Zirkusviertel. Also die beiden vom Zirkusviertel. Hey da, Geselle! Was glaubst du, wohin du gehst? Wachmann, ich erbitte Zutritt. Da schau sich einer diesen Trollfurz an. Erbitte Zutritt. Hast du das gehört, Khaled? Khaled und ich, wir vergessen gleich mal unsere Manieren. Dann bittest du um was ganz anderes, Freundchen. Nämlich um dein Leben. Okay, die beiden... sind ja unfreundlich. Ist das nicht Branntwein da in eurer Tasche? Ihr habt gute Augen. Zumindest was Branntweinflaschen angeht. Wie steht's, Kamerad? Könnte ich wohl einen Schluck bekommen? Hier, bedient euch. Ihr seid ein wahrer Kamerad. Auf euer Wohl! Und leer ist die Flasche. Eure Kehle steht wohl eurem Schwertarm in nichts nach, alter Mann. Ja, Erfahrungspunkte dadurch, dass ich mir Brandfein abfülle. Oh Göttin, im Licht, die Todgeweihten grüßen dich. Meister Uzakan? Es ist ein guter Tropfen, hervorragend. Ich komme besser wieder, wenn eure gute Laune etwas nachgelassen hat. Ja. Mach das. Okay, hier ist etwas bisschen anders. Der Sand war heiß. Es floss Blut und Schweiß. Oh, hoppla. Ein neues Gesicht. Ihr habt nicht zufällig etwas Branntwein für einen ehemaligen Champion der Arena? Bei euren Atem wundert es mich nicht, dass euch keiner besiegen konnte. Ach was. Das mit dem Branntwein fing erst an, nachdem sie mich rausgeworfen hatten. Rausgeworfen! Den großen Uzakan! Dabei bin ich unbesiegt! Und ich habe die Hälfte ihrer Kämpfer selbst ausgebildet! Und nun das? Eine Schande ist das! Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Für eine gute Lehrstunde brauchen wir einen guten Kampfplatz. Und da gibt es hier nur die Arena. Dann treffen wir uns dort? Es ist nicht so einfach. Die beiden Wachen am Tor zum Zirkusbereich, Tuck und Carlet, die lassen mich dann nie wieder rein. Ich hatte das Pech, die beiden betrunken auf der Wache zu erwischen. Und ich, Narr, habe es auch noch gemeldet. Seitdem hassen sie mich. Sie wissen, dass sie mich nicht besiegen können. Aber sie machen mir das Leben schwer, wo sie können. Sie sind an meinem Rauswurf aus dem Zirkus schuld. Das Pack! Was gibt es sonst? Erzählt mir etwas über den Zirkus. Na, gibt es nicht viel zu berichten, Kamerad. Der Kaiser freut sich nicht am Schauspiel und Kampf. Also fristen wir Zirkusleute ein armes Dasein und hoffen, dass der nächste Kaiser uns besser gesonnen ist. Der Herr des Zirkus ist Servio. Er betreut auch die Tiere, an denen sich Kaiserin Kaira so oft erfreut hat. Aber seit Kaira tot ist, besucht uns niemand mehr aus dem Palast. Höchstens noch die Wachsoldaten, und die wollen nur Blut sehen. Aber ich bin dennoch stolz, dabei zu sein. Zumindest war ich es, bis sie mich rausgeworfen haben. Ich und Servios Tochter, so eine dreckige Unterstellung. Ja, mal gucken. Können wir dich Uzakan? Sehr Gladiatorentraining.
Oder machen wir es wieder falsch? Hey da, Geselle! Wachmann. Der Schakale, nimm! Ja, das kennen wir alles schon. Dann reden wir jetzt erst einmal mit... Julia. Oder Jula. Jula heißt sie. Ilia war jemand anders.